Hallo YouTube, heute will ich euch was über den neuen Augen erzählen. Dieses verdammt eklige Tier frisst sich als Parasit in seine Beute und fickt es von innen. Hier sieht man seine widerlich gelben Zähne. Um euch vorzustellen, wie es so ist mit so vielen Zähnen, müsst ihr euch vorstellen, ihr geht morgens ins Bad und da sind 3 Zähne anstatt eine Zahnbürste. Und ihr benutzt sie nicht mal. Dazu sieht das Ding aus wie ein labriger Dildo und wird ungefähr auch so lang. Einige Arten werden ca. 20 cm, andere männliche 30 cm und wieder andere im Meer bis zu 75 cm. Das ist ungefähr so lang wie etwas, das 75 cm lang ist. Das Sexualleben dieser Tiere ist ziemlich beschissen. Nach ein paar Jahren schwimmt das Fließgewässer hoch, um dort richtig eine Orgie zu feiern. Dabei wirbeln die Weibchen Sand auf, so dass Laichgruben entstehen. Nicht zu verwechseln mit Leichengruben. Ein Männchen spritzt dann auf die Eier ab. Danach sterben die Tiere. Das ist ungefähr so, als ob Frauen in Gruppen bei uns Löcher graben würden, um dort ihre Vaginas zu platzieren und wir Männer vorbeikommen, um dann heftig drauf zu spritzen. Und dann alle sterben. Die erwachsenen Tiere haben gar keine 9 Augen, sondern 2. Dass er 9 Auge genannt wird, liegt daran, dass ein behinderter Kerl seine Nasenöffnungen und die 7 seitlichen Kiemenspalten als Augen ansah. Total dumm der Typ. Und der hier hat einen Hodensack im Gesicht.